Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Heute erscheint das zweite Add-on für Civilization 6, Gathering Storm. Und in diesem Video möchte ich nochmal eine ganz wichtige Information nachtragen, die ich erst jetzt recherchieren und ausprobieren konnte. Es geht nämlich um die Frage, was passiert eigentlich, wenn man nur Gathering Storm kauft und besitzt, ohne Rise and Fall zu haben? Und das ist eine Sache, die Antwort auf diese Frage werdet ihr in keinen offiziellen Produktbeschreibungen finden. Und ich vermute mal, ganz bewusst nicht, denn das erste Add-on, Rise and Fall, wird auch noch zum Vollpreis, wenn nicht gerade Steam Sale ist, verkauft für 30 Euro. Aber es ist tatsächlich so, und ich habe das jetzt ausprobiert, ich habe Rise and Fall deinstalliert bei Steam. Es ist also nur Gathering Storm hier aktiv. Ich kann euch das auch zeigen. Hier, ihr seht es, nur Erweiterung Gathering Storm. Es ist so, dass ihr sämtliche Spielmechaniken von Rise and Fall in Gathering Storm mit dazu bekommt. Quasi kostenfrei sind die mit drin. Ja, und das kann ich euch zeigen. Also hier haben wir die Gouverneure, haben wir hier dabei. Wir haben das Zeitaltersystem. Wir haben die die Allianzen, die mit drin sind, dieses neue Allianzsystem. Ich gehe fest davon aus, dass auch das Notstandssystem mit da drin ist. Wir haben das Loyalitätssystem hier. Also all das ist mit drin. Was nicht drin ist, sind die 8 Zivilisationen, die Weltwunder und die Naturwunder, die bei Rise and Fall mitgeliefert wurden. Aber ob das 30 Euro wert sind, das möchte ich ein bisschen bezweifeln. Also für diejenigen, die das nicht haben, Rise and Fall, und jetzt so ein bisschen am Überlegen sind, weil sie Gathering Storm doch ganz interessant finden, für die ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Information. Und die sollten ja vielleicht auch angesichts des doch relativ hohen Preises nochmal über die Sache nachdenken. Übrigens, dieses System funktionierte so schon bei Civilization 5. Auch da war es so, dass man mit dem zweiten Add-on das erste gewissermaßen von den Mechaniken mit dazu bekommen hat. Also insofern jetzt keine neue Sache, auch keine irgendwie revolutionäre Information, aber eine Sache, die, glaube ich, nicht so weit verbreitet ist. Daher also dieses Video und in dem Zusammenhang noch zum Schluss ein Hinweis auf meinen Keyshop-Partner GamesPlanet, denn bis heute gilt noch der Rabattcode Sturmwallen, mit dem ihr 15% nochmal sparen könnt, sodass es in etwa 32 Euro kostet hier Gathering Storm. Also, ich wünsche viel Spaß all denjenigen, die sich gekauft haben. Wir sehen uns in dem einen oder anderen Video. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.